Kollege Axel Fischer, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Lieber Michael Groß, ich widerspreche dir ungern, aber es ist kein sozialdemokratischer Haushalt, sondern ein Haushalt unserer Koalition. Und es ist in Summe ein Haushalt, über den es sich zu diskutieren lohnt. Und wie du zu Recht darauf hingewiesen hast und wie viele Redner schon gesagt haben, ist es mit Abstand der größte Einzelplan, den wir heute diskutieren, Einzelplan 11 am Gesamthaushalt. 148,56 Milliarden Euro geplant, 3,3 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Und ich möchte auf ganz wenige Punkte ganz kurz eingehen. Zum Ersten auf die Arbeitsmarktpolitik. Die Bundesregierung schlägt vor, 37 Milliarden Euro dafür zu veranschlagen. Das ist eine Milliarde weniger als im Vorjahr. Und das bildet die gute wirtschaftliche Entwicklung ab, die wir die letzten Jahre hatten. Einsparungen waren auch möglich. 20,2 Milliarden Euro beim Arbeitslosengeld II sind 400 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. 6,2 Milliarden Kosten der Unterkunft und Heizung, 500 Millionen weniger als im Vorjahr. Für den Eingliederungstitel sind 10,1 Milliarden Euro vorgesehen. Das trägt den hohen Herausforderungen Rechnung, die an der Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitskräften gestellt werden. Und, meine Damen und Herren, auch das war hier heute schon Thema. Es war die Woche über mehrfach festgestellt worden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist derzeit aufgrund vielfältiger Einflüsse nicht so, wie wir das wünschen. Und Peter Weiß hat auch einige Einflüsse schon genannt. Brexit, Handelskriege, Steuer- und Abgabenlast, Fachkräftemangel, nachlassende Konjunktur, Verschuldung, Überregulierung. Meine Damen und Herren, deshalb hat die Konjunktur spürbar nachgelassen. Unsere Unternehmer schauen skeptischer in die Zukunft und auch Finanzmarktexperten sehen in erhebliche Abwärtsrisiken. Auch die Arbeitslosigkeit hat sich leicht erhöht. Es ist aber noch nicht ganz klar, meine Damen und Herren, ob es sich um einen Wendepunkt handelt oder eine kurzfristige konjunkturelle Eintrübung. Vieles spricht allerdings für eine weitere Abwärtsbewegung, nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch am Arbeitsmarkt. Doch wir sind gerüstet. Vorredner haben schon darauf hingewiesen. Und in zwei Monaten bei der Verabschiedung des Bundeshaushalts wissen wir auch darüber dank Herbstprognosen und Entwicklungen deutlich mehr. Meine Damen und Herren, wieder größter Ausgabenposten des Bundeshaushalts ist der Bereich Rente. Man sieht, die ältere Generation liegt uns am Herzen. Und, meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Satz, den man nicht oft genug wiederholen kann. Rente ist Lohn für Lebensleistung. Das sollten wir immer wieder deutlich machen. Die dynamische steigende Ausgaben in Höhe von jetzt 109,56 Milliarden Euro, also knapp 110 Milliarden Euro, sind der Hauptgrund für den Anstieg des Einzelplans 11. Der Löwenanteil davon, 101,77 Milliarden Euro, fließen an die Rentenversicherung. Das sind 3,76 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. 7,7 Milliarden Euro sind vorgesehen für die Grundsicherung im Alter, 600 Millionen mehr als im Vorjahr. Und die Zukunftsperspektiven sind auch ohne zusätzliche Leistungen wie eine Grundrente und Ähnliches bereits jetzt sehr dynamisch. Meine Damen und Herren, in dieser Woche wurde viel über Zuwanderung, insbesondere von Flüchtlingen und Scheinflüchtlingen und vor allem den unerwünschten Folgen diskutiert. Weniger wurde jedoch über Herausforderungen gesprochen, denen wir gegenüberstehen. Denn wenn wir überhaupt etwas erreichen wollen, müssen wir die Zuwanderung von Fachkräften weiter erfolgreich vorantreiben. Nicht zuletzt auch deshalb nehmen wir für die Integration am Arbeitsmarkt Billionen in die Hand. In den Veranschlagungen zu den Integrationskursen und zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung sind im Entwurf zum Bundeshaushalt 2020 allein für Sprachausbildung von Menschen, von Migranten, gut 1 Milliarde Euro vorgesehen. Hinzu kommen Mittel zur Integration in den Arbeitsmarkt. Mit all diesen Mitteln eröffnen wir all den Migranten eine Perspektive, die bereit sind, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und Interesse ist bei vielen Zuwanderern offensichtlich vorhanden. Immerhin arbeiten rund ein Drittel der aus Kriegs- und krisenähnlichen Gebieten stammenden Menschen. Und das sind mehr, als uns vor Jahren noch prognostiziert wurde. Sie sehen,
in Arbeit bringen. Das Modell ist erfolgreich. Die Bundesagentur für Arbeit hat in den letzten Jahren mit Herrn Weise an der Spitze die richtige Richtung eingeschlagen und geeignete Maßnahmen eingeleitet, die jetzt mit der erfolgreichen Umsetzung und Weiterentwicklung unter Herrn Scheele deutliche Erfolge zeigen. Dieser Tage erreichte mich die Nachricht, dass Integrationsförderung für Frauen in der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg intensiviert wird. Das erscheint deshalb sinnvoll, denn Frauen haben nach vorliegenden Erkenntnissen erheblich größere Integrationsprobleme als zugewanderte Männer. Die Bundesagentur für Arbeit ist also nach ersten Notmaßnahmen, die sie 2015, 2016 eingeleitet hat, nun erfolgreich dabei, ein funktionierendes Integrationssystem zu etablieren, das jetzt noch verfeinert und im Feintuning quasi richtig eingestellt wird, um die vorhandenen Bedürfnisse und Bedarfe zugeschneidert wird. Als Gesetzgeber haben wir im Juni, es wurde auch mehrfach angesprochen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zur Gewinnung geeigneter Fachkräfte verabschiedet. Damit wollen wir dem absehbar größeren zukünftigen Fachkräftemangel begegnen. Ein bereits heute brennendes Problem ist der Mangel an Pflegekräften. Doch Hoffnung auf bessere Situationen macht mir die weltweite Ausdehnung der Suche nach Pflegekräften. Zum Beispiel war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor kurzem in Mexiko und hat sich um dieses Thema schon intensiv gekümmert. Und ich hoffe auch, wie der Kollege Michael Groß, dass die Bundesagentur für Arbeit zusammen mit der GIZ, mit ihrem noch jungen Programm Triple Win, das eine faire Arbeitsmigration unter staatlicher Aufsicht ermöglichen soll, erfolgreich sein werden. Damit können dringend benötigte Arbeitskräfte nicht nur im Pflegebereich Arbeits- und Lebensperspektive in Deutschland eröffnet werden. Meine Damen und Herren, langfristig mindestens genauso wichtig wie die Zuwanderung aus dem Ausland ist die Qualifikation der hiesigen Kinder und Jugendlichen. Dazu zählt in erster Linie und nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund das Erlernen der deutschen Sprache für deren sicheren Gebrauch. Bayerns Ministerpräsident Söder hat Integrationsklassen eingerichtet, damit Kinder später dem Unterricht folgen und die Inhalte überhaupt verstehen können. Dort gibt es auch in einzelnen Städten von kommunaler Seite aus attraktive Sprachangebote für Kleinkinder und deren Mütter. Leider gibt es andere Bundesländer. Auch nach 4 Jahren haben sie es nicht geschafft, die große Zuwanderungswelle die entsprechenden Sprachmöglichkeiten, die Fördermöglichkeiten einzurichten. Dies mag teilweise daran liegen, dass Kommunen mit hohem Migrationsanteil, wie etwa im Ruhrgebiet, finanziell aus dem letzten Loch pfeifen. Zentral ist jedoch, dass genau diese Kinder es sind, die in 10, 12, 15 Jahren in unseren Arbeitsmarkt eintreten und dann über Jahrzehnte hinweg Leistungen erbringen sollen. Meine Damen und Herren, sicherlich sind diese Kinder der Migranten mit Migrationshintergrund nicht alles Edelsteine oder Halbedelsteine, aber es liegt im ureigenen Interesse der Verantwortung der Länder, diese Steine zu schleifen, das heißt, diesen jungen Menschen eine Lebensperspektive in unserer Gesellschaft zu ermöglichen und ihnen die Chancen für eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Ich bin hoffnungsfroh, dass es dies in der Zukunft gelingen wird, und ich freue mich vor diesem Hintergrund sehr auf die Beratung des Bundeshaushaltes, die wir jetzt gemeinsam tun werden. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen.